lieber Thomas Kaufmann. Ich darf mich zuallererst allerdings bei Tilman Nagel bedanken und für dessen Vertrauen, dass er mich seinen Vortrag hier vorlesen lässt. Und zum Zweiten bin ich Ihnen allen sehr verbunden, dass Sie bei der Nachricht, dass Herr Nagel persönlich nicht erscheinen kann, nicht reihenweise eben den Saal verlassen haben, sodass ein ausreichendes und interessiertes Publikum eben da ist. Einen nicht eigenen Vortrag zu verlesen ist nicht ganz einfach. Man kann ihn sozusagen emotionslos vorlesen. Das wäre für Sie und aber auch für mich langweilig. Und ich möchte also versuchen, mit einer gewissen behutsamen Rhetorik die Thesen von Tilman Nagel zum Islam nun Ihnen zu Gehör zu bringen. Der Titel, den Sie auf dem Flyer und auf dem Plakat gelesen haben und weswegen Sie hierher gekommen sind, lautet, glaube ich, europäische Islambilder oder so ähnlich. Das Manuskript, was mir vorliegt, hat allerdings den Titel, der vielleicht viel besser passt für den heutigen Anlass, Aufklärung im Islam und Aufklärung über den Islam. Das ist also der Titel des Vortrages von Herrn Nagel. 25 Jahre ist es her, da schienen alle Probleme, die die Eingliederung der Muslime in eine freiheitliche, säkularisierte Gesellschaft aufwirft, längst gelöst. Nur hatte das bis dahin niemand bemerkt. Was war geschehen? In der Zeitschrift Die Welt des Islams hatte Reinhard Schulze, ein junger Islamwissenschaftler, im Jahr 1990 einen Aufsatz mit dem Titel Das islamische 18. Jahrhundert, Versuch einer historiografischen Kritik veröffentlicht. Schulze beklagte darin, dass die europäische Geschichtsschreibung die islamische Welt jener Epoche, also das 18. Jahrhundert, stets negativ bewertet habe. Während in Europa die Aufklärung einen nie dagewesenen Fortschritt in vielen Lebensbereichen gebracht habe, seien der islamischen Welt Stagnation, Verfall und Verharren im Despotismus zu attestieren. Erst der Einfall Napoleons in Ägypten, also 1798, habe einen Modernisierungsschub ausgelöst. Und diese Sicht der Dinge sei, so Schulze, völlig falsch. Im Zuge der ökonomischen Expansion des Westens sei ab dem 16. Jahrhundert eine Universalisierung, ein Weltsystem entstanden, an dem selbstverständlich auch die islamische Welt ihren Anteil gehabt habe. Die für den Beginn der Neuzeit angenommene Universalisierung geschichtlicher Vorgänge müsse für die islamische Welt des 18. Jahrhunderts, wie er sagt, fortgeschrieben werden. Unter dieser Voraussetzung beginne die Geschichte des modernen Orients nicht erst mit dem ökonomischen und politischen Eindringen Europas in die islamische Welt im 19. Jahrhundert, sondern ein Jahrhundert früher, und zwar mit einer autochthonen islamischen Aufklärung. Dass man von ihr nichts weiß, erklärt sich für Schulze daraus, dass die europäische Expansion die autochthonen islamischen Ansätze des 18. Jahrhunderts zerstört und stattdessen den Muslimen eine unauthentische Geschichtsdeutung aufgenötigt habe. Die Aufgabe, der sich die Orientwissenschaft fortan zu widmen habe, Zitat, liegt darin, der islamischen Geschichte die Dynamik und Kreativität zurückzugeben, die ihr durch die auf Europa zentrierte Historiografie genommen wurde. Es ist nicht nötig, den Streit nachzuzeichnen, der nun entbrannte. Das bekannte Buch von Edward Said mit dem englischen Titel Orientalism, also Orientalismus, hatte eine breite Aufnahmebereitschaft für Schulzes Thesen geschaffen. Um diese These durchzuhalten, um diese Thesen durchzuhalten, müssen Schulze und seine Anhänger freilich den Begriff Aufklärung seines in Europa gängigen Sinnes berauben. Den bekannten Satz, Aufklärung sei der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, sei, Zitat, reduktionistisch. Unter Aufklärung müsse man jeden Versuch subsumieren, einer religiösen Idee eine rationale Deutung zu unterlegen. Ein Beispiel mit Bezug auf den Islam: Die vorgeschriebenen Bewegungsabläufe beim Vollzug der rituellen Gebete gingen zwar auf Allahs Anordnung zurück,
Sie dienten jedoch der körperlichen Ertüchtigung der Glaubenden. Obwohl es nicht gelang, die These von der autochthonen islamischen Aufklärung mit den Methoden der quellenbasierten Geschichtswissenschaft zu erhärten, übt sie nach wie vor eine große Anziehungskraft aus. Denn einerseits ist sie politisch korrekt, da sie eine Selbstbezichtigung der Europäer impliziert. Andererseits hat sie den Vorteil, dass sie den Orientforscher vom mühsamen Studium der Quellenzeugnisse befreit. Denn deren Lektüre sei, wie es in besorgten Abhandlungen über die Zukunft der Islamforschung heißt, geeignet, die negativen Vorurteile über den Islam zu verfestigen. Aber gibt man der islamischen Kultur auf diese Weise das angeblich von Europa okkupierte eigene zurück? Ich meine ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, man ordnet sie einem angeblich universal wirksamen Aufklärungsgeschehen unter, das ja wiederum nichts weiter ist als ein europäisches Konstrukt. Das Bestreben des Orientwissenschaftlers, die Aussagen seiner Quellen vor dem Hintergrund ihrer Zeit und der Tradition, in der ihr Urheber steht, zu begreifen, soll durch einen ideologiegeleiteten Dilettantismus ersetzt werden, der diese Zeugnisse eben nicht mehr im Kontext ihrer Entstehung und ihrer überlieferten Deutung liest, sondern, wie Schulze sagt, vorwärts in die Zeit hinein, um in ihnen die Vorboten dessen aufzuzeigen, was im Zuge der universalen Entwicklung der Menschheit unabwendbar eintreten wird. Der Grund dafür, dass solche grotesken Fehldeutungen möglich wurden, ist durchaus in der herkömmlichen Islamforschung zu suchen. Schulze hat nämlich recht, wenn er beklagt, dass die Philologie sich nur zu gern damit zufrieden gibt, einen Text verstanden und aus der einschlägigen Literatur die wichtigsten Angaben über den Autor zusammengestellt zu haben. Aus den einzelnen dergestalt bearbeiteten Texten ergibt sich kein, wie Schulze schreibt, lesbares Bild. Es ist ein bedauerliches Faktum, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Islam nur sehr selten über ein solches Bild nachgedacht hat. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die europäische Islamforschung einen enormen Aufschwung, dank der an mehreren Orten der islamischen Welt eingerichteten Druckereien wurde ein großer Teil des Schrifttums, das der muslimische Gelehrtenfleiß über viele Jahrhunderte angehäuft hatte, der Islamforschung leicht zugänglich. Ignaz Goldzieher, 1850 bis 1921, also Ignaz Goldzieher, der sich in den ersten Jahren seiner wissenschaftlichen Entwicklung vorwiegend judaistischen Themen gewidmet hatte, wandelte sich ab der Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts zum seinerzeit bedeutendsten Kenner des islamischen Schrifttums und schuf Werke, deren Einfluss auf die sich nunmehr als eine eigenständige akademische Disziplin herausbildende Islamwissenschaft bis heute spürbar ist. Dies gilt besonders für seine 1910 zum ersten Mal publizierten Vorlesungen über den Islam, die bis heute als eine Standardeinführung in den Gegenstand betrachtet werden. Goldzieher will sich in diesem Buch, den Vorlesungen über den Islam, weitgehend unter Absehung von der Ereignisgeschichte in erster Linie mit der Religion des Islams beschäftigen. Islam bedeutet Hingebung, sagt Goldzieher. Der Islam ist, Zitat, das kräftigste Beispiel für die Aufstellung Schleiermachers, dass Religion im Abhängigkeitsgefühl wurzelt. Zitat Ende. Ein Empfinden der schlechthinnigen Abhängigkeit setzt, folgt man Goldzieher, aus sich heraus keinerlei eigenständige religiöse Konzepte frei. Jedenfalls nennt er nichts dergleichen. Die dogmatische Entwicklung erfolge unter hellenistischen Leitsternen, das islamische Recht verrate den Einfluss des römischen Rechts, das abbasidische Kalifat folge persischen Traditionen der Machtausübung, die islamische Mystik eigne sich neuplatonische und indische Ideen an. Allerdings seien diese Entlehnungen so geschickt verarbeitet worden, dass sie sich, Zitat, nur der scharfen Zerlegung prüfender Forschung offenbaren. Zitat Ende. Schon Mohammed, so Goldzieher, habe keine eigenen Ideen verkündet. Zitat, den Gedanken über das Verhältnis des Menschen zum Übersinnlichen und Unendlichen hat er keine neue Bereicherung gebracht. Zitat Ende.
Die Verkündigung des arabischen Propheten sei folglich eine, ich zitiere wieder, eklektische Komposition religiöser Vorstellungen. Der Eklektizismus, der an der Wiege des Islams stand, entfaltet sich zu reicher Ergiebigkeit. Und ein weiteres Zitat, es ist eine der anziehendsten Aufgaben für Forscher, die diesem Teile der religiösen Literatur ihre Aufmerksamkeit widmen, an diesen bunten Materialien der weit verzweigten Quellen nachzuweisen, aus denen sie geschöpft, die Bestrebungen zu enthüllen, deren Belege sie sind. Zitat Ende. Mit wenigen Ausnahmen ist die Islamwissenschaft bis in die Gegenwart so betrieben worden. Daher ist es kein Wunder, dass man nun im Islam auch Belege für eine universale Aufklärung zu entdecken glaubt, eine These, die gar nicht so weit von der Annahme des einflussreichen Islamforschers Karl Heinrich Becker, 1876 bis 1933, also die gar nicht so weit von der Annahme des einflussreichen Islamforschers Becker entfernt ist, der das einende Band der islamischen Welt im allerdings ausgedünnten hellenistischen Erbe zu finden geglaubt hatte. Auch Europa war in den Besitz dieses Erbes gelangt, aber es habe gleichsam einen reicheren Anteil bekommen. Denn anders als in der islamischen Welt sei im Okzident auch der im Hellenismus wurzelnde Humanismus zur Blüte gelangt. Ich lasse diese Aussage vorerst auf sich beruhen und springe in die Gegenwart, in der die nach wie vor obwaltende Unkenntnis dessen, was der Islam eigentlich ist und welchen Platz er in der Religionsgeschichte der Menschheit einnimmt, selbst in der Tagespolitik ein ums andere Mal zu Irritationen führt. Die politische Klasse unseres Landes bis hinauf in ihre Spitzen ist mehrheitlich davon überzeugt, dass auch auf den Islam die im heutigen Westeuropa gängige Definition von Religion zutreffe, wie sie beispielsweise in der neuesten Version des etablierten Nachschlagewerks Die Religion in Geschichte und Gegenwart zu finden ist. Religion erwachse aus einer existenziellen und das heißt leidenschaftlich subjektiv engagierten Stellungnahme zur Transzendenz. Ich darf es nochmal wiederholen. Religion erwachse aus einer existenziellen und das heißt leidenschaftlich subjektiv engagierten Stellungnahme zur Transzendenz. Religion wird im heutigen aufgeklärten Europa mithin als eine individuelle Erfahrung aufgefasst, die keineswegs zur Begründung überindividuell durchzusetzender Normen taugt. Dass es sich mit dem Islam ganz anders verhält, wird bisweilen ruchbar. So sagte der Rektor der Al-Azhar-Hochschule am 15. März dieses Jahres in seiner Rede vor Abgeordneten des Bundestages, eine Aufklärung, die den Menschen über die Religion stelle, werde es im Islam nie geben und umschiffte alle Fragen, die mittelbar auf Menschenrechte zielten, mit Antworten von kreativer Mehrdeutigkeit. Der nun auch in Deutschland zu Ruhm gekommene einstige Ziehvater Erdogans, also Fethullah Gülen, erklärte laut Süddeutscher Zeitung vom 18. August dieses Jahres, ich zitiere Herrn Gülen, gut, dass wir nicht in der Türkei sind, Koran und Hadith sind wahr und absolut, Wissenschaft und wissenschaftliche Fakten sind wahr, solange sie mit Koran und Hadith übereinstimmen. Sobald sie aber von Koran und Hadith wegführen, sind sie fehlerhaft. Zitat Ende Gülen. Trotz solcher und zahlloser ähnlicher Verlautbarungen ist es politisch korrekt, gewissermaßen mit Goldzieher zu sagen, den Islam gibt es gar nicht. Man braucht heutzutage diese Aussage, um die Illusion einer problemlosen Eingliederung der Muslime in die freiheitliche, säkularisierte Gesellschaft Deutschlands aufrechtzuerhalten. Da indessen diese korrekte Meinung sowohl durch Aussagen als auch Handlungen von muslimischer Seite ein ums andere Mal Lügen gestraft wird, breche ich das Tabu und unternehme, soweit es mir möglich ist, eine Aufklärung darüber, was der Islam eigentlich ist. Wir kommen zu Kapitel 3 dieses Vortrages. Es liegt auf der Hand, dass man zu diesem Zweck in die Religionsgeschichte zurückgehen muss. Nachdem die ersten vielleicht 4 oder 5 Jahre des Wirken Mohammeds in Mekka verflossen waren, also etwa um 615,
suchte Mohammed Anschluss an eine Strömung des arabischen Heidentums, die sich selbst als Hanifen bezeichnete. Das Wort stammt aus dem christlich-syrischen, wo es so viel wie Heiden meint. Vom traditionellen arabischen Heidentum unterschied es sich insofern, als es den situationsbezogenen Ein-Gott-Glauben ablehnte, der die Pilger an den vielen Heiligtümern beim Vollzug der Riten zu dem Ruf hinriss, die dort verehrte Gottheit gelte ihnen als die größte oder sogar die einzige. Ein Rang, den die Pilger anderen Gottheiten an anderen Heiligtümern ebenso einräumten. Die Hanifen wollten aus solcher Art von vorgeblichem Monotheismus einen grundsätzlichen machen. Aber sie wollten im Übrigen die Pilger und vor allem auch die Tieropferriten beibehalten. Des Weiteren rühmten die Hanifen in Abraham den ersten Menschen, der ihre Art der Glaubenspraxis auf Geheiß Allahs, des höchsten und in ihrer Sicht einzigen Gottes, eingeführt habe. Den frühesten Hinweis auf eine heidnisch-arabische Abraham-Verehrung findet man in der Kirchengeschichte des Sozomenos, also gestorben 450, demzufolge sie in Hebron am Grab Abrahams praktiziert, dann aber von Kaiser Konstantin verboten worden sei. Im Koran wird geschildert, wie der Hanif Abraham zum Ein-Gott-Glauben gelangt. Abraham nimmt Anstoß an der Vielgötterei, die seine Sippe betreibt, und beginnt, den einen wahren Gott zu suchen. Er vermutet zunächst, ein Stern sei dieser Gott, dann meint er, es sei der Mond. Als dieser genau wie der Stern untergeht, ruft Abraham, ich zitiere Abraham, wenn mich mein Herr nicht recht leitet, werde ich zu den Irrenden gehören. Sure 6, 77. Daraufhin steigt die Sonne empor. Diese müsse sein Herr sein, vermutet Abraham, denn sie sei am größten. Doch auch sie versinkt hinter dem Horizont, worauf Abraham die Einsicht geschenkt wird, meine Sippe, mit dem, was ihr beigesellt habt, mit dem, was ihr beigesellt, habe ich nichts zu tun. Ich richte jetzt als Gottsucher, Hanif, mein Gesicht auf den, der die Himmel und die Erde schafft, und zähle nicht mehr zu den Beigesellern. Sure 6, 78. Allah, der Herr, gewährt Abraham die Rechtleitung, führt ihn mithin zum Ein-Gott-Glauben. Als nun die Sippe den neuen Glauben Abrahams ablehnt, beruft dieser sich nicht etwa darauf, dass ein Gestirn, da es keine Beständigkeit zeigt, nicht die eine beständige, alles schaffende Gottheit sein kann. Vielmehr verweist er darauf, dass Allah, dieser eine, zur Vielgötterei keine Vollmacht erteilt habe. Damit der Hörer dieser Passage des Korans nicht auf den Gedanken komme, es gehe in dieser Episode um eine selbstverantwortete eigene Erkenntnis Abrahams, hat ihr Mohammed eine Anleitung zum rechten Verstehen beigegeben. Ich zitiere Sure 6, 75, so zeigen wir, das heißt Allah, Abraham das Beherrschen der Himmel und der Erde, und zwar sollte er einer von denen sein, die Gewissheit erlangen. Die Koran-Kommentatoren fassen dies ganz wörtlich auf und sprechen davon, dass Allah Abraham einen Blick in sein, also Allahs fortwährendes Gestalten des Diesseits tun ließ. In der mekkanischen Sure 31 gibt Mohammed das Ergebnis der Hinführung zum wahren Ein-Gott-Glauben in der Terminologie wieder, die sich durchsetzen sollte. Zitiere, wer sein Gesicht vorbehaltlos Allah ausliefert, der arabische Ausdruck wäre hier Yuslim, Sie merken, das hängt mit Islam zusammen, wer sein Gesicht vorbehaltlos Allah ausliefert, Yuslim, und dabei recht handelt, der hat die festeste Schlinge ergriffen. Das Gesicht, das selbst, ist ganz und gar Allah anheimzugeben. Alles andere ist, wie es dann in Sure 31 weiter heißt, Undankbarkeit, mithin Unglaube, der eine schwere Strafe nach sich zieht. Islam bedeutet den Akt des bedingungslosen Weggebens der eigenen Person an Allah, an die einzige selbstständig wirkende Kraft. Diese schafft fortwährend, jedenfalls solange sie das beabsichtigt, das Universum vom Großen bis in die kleinste Kleinigkeit. Andere auf eigene Rechnung wirkende Kräfte und Mächte gibt es nicht. Das zusammen mit dem Islamakt genannte rechte Handeln bezieht sich auf den Vollzug der Riten,
mit denen der Islamakt immer aufs Neue bekräftigt und auf Dauer gestellt wird. Rechtes Handeln liegt dann vor, wenn der Mensch in bewusster Weise in jedem Augenblick seines Daseins der ihm von Allah zugedachten Pflicht der Verehrung und Anbetung nachkommt, das Antlitz Allahs erstrebt, wie es in Sure 30, Vers 39 heißt, das Antlitz Allahs erstrebt. Im rituellen Gebet ereignet sich die wechselseitige Zugewandtheit des Antlitzes des Schöpfers und des Geschöpfes fünfmal am Tag. Um den religionsgeschichtlichen Hintergrund dieser Vorstellung zu verstehen, werfen wir nun einen Blick auf die Gedanken, die der Jude Philo von Alexandrien, gestorben nach 50 nach Christus, die der Jude Philo von Alexandrien zu Abraham entwickelt. Er legt dessen Wanderung von Chaldea nach Haran über nach Kanaan als einen Weg zur wahren Gotteserkenntnis aus. Die Chaldäer galten als die erfahrensten Meister der Sternenkunde und seien davon überzeugt gewesen, dass die Gestirne den Lauf der irdischen Geschehnisse bestimmten. Abraham verließ die Chaldäer und rang sich zu der Einsicht durch, dass dies ein Irrtum sei. Er gelangte nach Haran, einem Ort, dessen Name sich laut Philo vom hebräischen Wort Hor ableite, das Höhle bzw. auch Augenhöhle bedeutet. Abraham lernte, seinen Blick nach innen zu richten, nicht mehr auf die materiellen Erscheinungen, die ihn umgeben. So wurde ihm bewusst, dass alles Materielle das Werk eines Schöpfergottes ist. Dieser ist freilich nicht durch einen Blick auf die von ihm geschaffenen Erscheinungen zu erfassen. Ich zitiere, nachdem Abraham bei sich begonnen hat, eröffnet er sich den rechten Weg zur Erkenntnis und darf hoffen, den schwer zu fassenden und zu beweisenden Gott zu begreifen. Denn wenn er sich selbst genau erkannt hat, so wird er wohl auch Gott erkennen. Zitat Ende von Philo von Alexandrien. Haran ist laut Philo der Ort des Übergangs zur wahren Gotteserkenntnis, wie das Wort Hor einerseits den Sitz des Sehorgans bezeichnet, jedoch mit der Bedeutung Höhle auf die Wendung nach innen anspielt. Das Kanaan der endgültigen Einsicht in das Wesen Gottes wird dann erreicht sein, wenn man sich wie Philos Abraham endgültig von der Sinneswahrnehmung befreit hat und zum reinen Denken übergegangen ist. Wesentlich ist hierbei, dass der Übergang zum Denken nach Philos Meinung als ein Weg der Versittlichung zu verstehen ist. Versittlichung. In Haran wird Abraham die Einsicht zuteil, dass der Blick nach innen nicht mehr die Dinge an sich wahrnimmt, sondern das Gute und Schlechte, das ihnen anhaftet. Der koranische Abraham, so sehen wir jetzt, verlässt zwar das Chaldea des Sternenglaubens und indem er begreift, dass hinter den Erscheinungen des Diesseits der eine Schöpfer steht, gelangt er vielleicht auch bis Haran. Aber das nach Philo entscheidende Erlebnis, das ihm dort widerfährt, die Überwindung der sinnlichen Wahrnehmung hin zum Denken und damit zur sittlichen Bewertung der Erscheinungen bleibt ihm versagt. Denn da sie samt und sonders vollständig durch Allah geschaffen werden, sind sie einer sittlichen Beurteilung durch den Menschen entzogen. Das Wissen, mit dem Allah schon Adam ausstattet, wird den Menschen in der Form der göttlichen Rechtleitung zur Verfügung gestellt. Und wer ihr folgt, braucht, um sein Jenseits nicht zu fürchten. Dementsprechend rät der Satan dem ersten Menschen auch nicht dazu, von der verbotenen Frucht zu kosten, damit sie dann wie Gott sein und Gut und Böse unterscheiden könnten. Dieser Gedanke fehlt im Koran. Der Hanif Abraham, der Freund Allahs, steht mithin für eine völlig andere Art des Ein-Gott-Glaubens, als sie sich im spätantiken Judentum und auf diesem aufbauend im Christentum herausbildet. Für die Kirchenväter ist Philo ein wichtiger Ideengeber und für sie ist wahre Gotteserkenntnis wie selbstverständlich an die Versittlichung der Weltauslegung geknüpft. Sie sei nur bei gleichzeitiger Übung von Tugend und Gerechtigkeit möglich, sagt beispielsweise Justin der Märtyrer im 2. Jahrhundert. Sichtbar wird die durch das spätantike Judentum ausgelöste und durch das Christentum vorangetriebene Abkehr
von heidnischen Konzepten des Göttlichen und seines Verhältnisses zum Menschen in der berühmten Streitschrift des Origenes gegen Celsus, also in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus Celsus, einen Apologeten der tradierten Religion. Die Ausführungen des Origenes, gestorben 254, vermögen unseren Gegenstand unter mehreren Gesichtspunkten zu erhellen. Celsus ist der Meinung, die Initiierung des Kosmos, die in seinen Augen nicht mit dem Schöpfungsbericht des Alten Testaments gleichzusetzen ist, sei ein Werk, das der höchsten Gottheit würdig sei. Denn dieser Kosmos sei vollkommen, alles habe seinen angemessenen Platz zugewiesen bekommen. Die Gottheit sorge für den Fortgang ihres vollkommenen Werkes, dessen künftiger Abbruch unverständlich sei. Diesen Kosmos stellt sich Celsus als ein Gebilde vor, das unter dem höchsten Numen wie ein Beamtenstaat organisiert ist. Über nachgeordnete Kräfte wird es in Gang gehalten und gelenkt. An oberster Stelle dieser Kräfte nimmt Celsus die Gestirne an. Dann folgen die verschiedenen Klassen der Dämonen. Durch deren Tätigkeit werden die von höchster Stelle ausgehenden Anweisungen bis in die entlegensten Winkel und bis in die einzelnen Glieder des Körpers eines jeden Menschen hinein ausgeführt. Origenes wertet die heidnischen Numina und Kräfte zu dem ab, was er unter Dämonen versteht, durchweg böse Geister. Im Gegensatz zum Kosmos des Celsus ist derjenige des Origenes nicht vollkommen, sondern befindet sich erst auf dem Weg zur Vollkommenheit. Die Menschen, bei Celsus den kosmischen Kräften ausgeliefert, steigen auf in die dem Höchsten unterstehende Einheitskategorie immaterieller Wesen, die Origenes als die Seelen bezeichnet. Sie allesamt streben zu Gott, zur Erlösung. Sie genießen daher bei Origenes die Willensfreiheit, die den Wesen des Zwangssystems des Celsus fehlt. Jeder Mensch hat bei Origenes einen Anteil an der Vernunftseele, der ihn dazu befähigt, widergöttliche Regungen zu bekämpfen. Siegt der Mensch in diesem Kampf, den er als Individuum zu bestehen hat, wird er Gott ähnlich, erringt die Gott-Ebenbildlichkeit und damit die Vollendung, die Adam zugedacht war, als Gott ihn schuf. Der Hanif Abraham ist insofern fest in der heidnischen Religiosität verwurzelt, als er in der materiellen Welt den Beleg für die Existenz Allahs findet. In Sure 6, Vers 75 erfährt der Koranleser, dass dies der richtige Weg zur Gotteserkenntnis ist. Allah führte Abraham diesen Weg, weil er wollte, dass dieser Gewissheit erlange. Das klingt wie eine ausdrückliche Zurückweisung der in Judentum und Christentum für unentbehrlich gehaltenen Wendung des Erkennenden nach innen, nebst einer sittlichen Fundierung der Einsicht in das Wesen Gottes. Was erkannt wurde, die Einsheit Allahs, bleibt für Abraham etwas Äußerliches. Hätte Allah eine Vollmacht zum Götzenkult herabgesandt, dann würde Abraham Idole anbeten. Sure 6, Vers 81. Doch nicht nur in dieser Hinsicht erscheint das Hanifentum als die Dementierung wesentlicher religiöser Entwicklungen der Spätantike. Ein Gleiches gilt für das Tieropfer, das bei Juden und Christen aus der Liturgie verbannt war und dessen Sinn selbst im Heidentum gelegentlich angezweifelt wurde. Der Kaiser Konstanz II. Regierte 641 bis 668, verfügte die Einstellung der öffentlichen Opferzeremonien. Diese Verordnung bildet den Kontrast zu dem, was der Koran verkündet. In der frühmedinensischen Sure 2, die die Überschrift »Die Kuh« erhalten hat, tadelt Mohammed die Juden, die sich einst geweigert hätten, eine Kuh zu schlachten, die Allah von ihnen als ein Opfer gefordert habe. Erst als Mose ihnen genau beschrieben habe, wie das Tier beschaffen sein solle, hätten sie sich dazu bereit gefunden. Zitat, fast hätten sie es nicht getan. Sure 2, 67. Wegen derartiger Abweichungen zürne Allah den Juden und Christen. Den Zorn und den Fluch Allahs hätten aber die Hanifen, die auf der Suche nach der richtigen Ritualpraxis gewesen seien, nicht auf sich laden wollen. Deshalb seien sie weder für das Judentum noch für das Christentum zu gewinnen gewesen. Mohammed präsentiert sich daher als der durch Allah berufene Sachverwalter aller Hanifen
und somit auch des ersten unter ihnen, Abrahams. Eine bessere Daseinsordnung als derjenigen, die Allah Abraham schenkte und die er nun Mohammed auferlegt, kann man sich nicht anschließen. Sure 2 und Sure 4. Mohammed unterscheidet im Koran zwischen einem verborgenen Seinsbereich und einem offenkundigen, mit den fünf Sinnen wahrnehmbaren, dessen Vorhandensein bezeugt, wie seine arabische Bezeichnung Shahid besagt, die Existenz Allahs, eben weil dieser Seinsbereich mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist. Daneben gibt es den für die fünf Sinne abwesenden, den nicht durch sie erfassbaren Seinsbereich, den nur Allah kennt. Im Laufe der islamischen Geschichte gewinnt der verborgene Seinsbereich an Gewicht, denn er wird mehr und mehr zu dem Raum, in dem Allahs seit unvordenklichen Zeiten festgelegtes Schaffen bereits vorliegt, allerdings noch nicht in die Kategorien des Ortes und der Zeit eingerückt und dadurch diesseitig gemacht. Alles, was der forschende Geist des Menschen zu erkunden und zu verstehen begehrt, ist im Verborgenen existent. Und es ist nur dort, nicht hier in der diesseitigen Ausprägung, in seiner wahren Wirklichkeit gegeben. Spirituell Begabte vermögen das Geschaffenwerdende in diesem voroffenkundigen Zustand zu schauen, so glaubt man. Da nun das Geschaffenwerdende diesseits stets unmittelbar zu Allah ist, ist es die beste aller denkbaren Welten, betonte bereits der islamische Philosoph, Theologe und Mystiker Al-Razali, gestorben 1111, also 1111. Es kann also nicht durch den Menschen vervollkommnet werden. Wie aber kann es sein, dass das Diesseits trotzdem von so viel Leid und Unheil geprägt ist? Dies ist nicht nur mit dem aus der Sicht des Menschen ambivalenten, an keine ethischen Kategorien gebundenen Charakter des Schöpfungshandelns zu begründen. Vielmehr unterliegt allem, was im Diesseits in die sinnfällige Wirklichkeit tritt, die Weisheit Allahs, die freilich nur von denen begriffen werden kann, die in das Verborgene hineinspähen können. Die fehlende Sittlichkeit des Schöpfungshandelns Allahs sowie des durch Allah gewirkten Handelns des Menschen kann somit nie ein Gegenstand kritischer, auf das Sinnfällige bezogener Erwägungen werden. Die Vorstellung vom verborgenen Seinsbereich, die hier nur gestreift werden kann, lässt die Anstrengungen des Menschen, selber einem Ideal wie dem christlichen Reich Gottes zuzustreben, ins Leere gehen. Denn ein solches Ideal zu verfolgen, setzt die Perfektibilität des Menschen und damit auch der Welt voraus, in die er gestellt ist. Auch im Islam kennt man die Vorstellung vom vollkommenen Menschen. In der Gestalt Mohammeds ist er schon vor aller Zeit, ja vor dem Beginn des eigentlichen Schöpfungshandelns, durch Allah geschaffen worden. Mit der Geburt des islamischen Propheten Mohammed trat er in die diesseitige Existenz ein, um der Welt das ewig gültige Muster des ganz und gar dem Schöpfungshandeln Allahs unterworfenen Menschen zu bieten, dessen Lebenszweck die Anbetung und Verehrung Allahs ist. Sure 51, Vers 56. Vollkommenheit ist die Vollkommenheit der Verehrung Allahs. Der Islam habe eine mehrere Erdteile übergreifende, stark vereinheitlichte Zivilisation hervorgebracht, meinte Karl-Heinrich Becker und erklärte dies damit, dass im Islam der Hellenismus weiterlebe. Diese Begründung kann man nicht aufrechterhalten. Indem der Koran sich das Gedankengut der Hanifen zu eigen macht, verwirft er die in der hellenistischen Spätantike in Gang gekommenen, tiefgreifenden Konzepte der tiefgreifenden Veränderungen des Konzepts des Göttlichen und seines Verhältnisses zur Welt und zu Menschen. Der Islam im vorhin erläuterten ursprünglichen Sinn hält den Menschen in der Abhängigkeit von den zahlreichen universal oder lokal zu verehrenden, mit Opfern zu begütigenden, übernatürlichen Mächten fest, fasst diese allerdings zu einer einzigen übergroßen zusammen, nämlich Allah. Was kann der Mensch, der in allem durch ihn bestimmtes anderes tun, als das Antlitz Allahs erstreben, nämlich die Ritualpflichten des Gebets und der Läuterungsgabe peinlich genau zu erfüllen und überzuerfüllen suchen und dabei hoffen, dass Allah dies für ihn vorgesehen hat und ihn im Gericht dementsprechend beurteilen wird? Versperrt ist daher der Weg,
zur Versittlichung des Göttlichen und damit auch zur Anerkennung der Pflicht des Menschen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und das eigene Dasein so zu gestalten, dass die Konsequenzen dieser Unterscheidung verwirklicht werden. Wir berühren jetzt den zweiten Gesichtspunkt der Aussage Karl Heinrich Beckers über die islamische Zivilisation. Es fehle ihr, Zitat, das Erlebnis des Humanismus. Becker ist eine Begründung für diese Annahme schuldig geblieben. Mit dem Begriff des Humanismus spricht er die in der griechischen Philosophie ausgearbeiteten Muster der Selbstbehauptung des Menschen, und zwar des einzelnen Menschen, gegen das Göttliche an. Im Christentum gewann das Individuum weiteres Gewicht. Nicht auf die formal einwandfreie Erfüllung des Gesetzes kommt es an, sondern auf ein das Gesetz erfüllendes Handeln im Geist der betreffenden Bestimmung, lehrte Jesus in der Bergpredigt. In den wenigen Menschen, denen es schon im Diesseits gelingt, Jesus nachzufolgen, ist das Reich Gottes schon hier vorweggenommen. Die Vollendung ist jedoch erst für das Ende der Zeiten zugesagt, wobei das Reich Gottes nicht einfach ein Ort des grenzenlosen Genießens sein wird, sondern sich in einem Dasein verwirklicht, das die Erlösten zu einer Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott verbindet. Der Weltenlauf von der Schöpfung am Anfang bis zum Reich Gottes nach dem Ende der diesseitigen Verhältnisse ist als ein Weg der Vervollkommnung, der vollständigen Ausbildung der im Menschen angelegten Möglichkeiten zu verstehen. Eine solche Selbstbehauptung, eine eigenverantwortliche Herausbildung des Individuums und damit eine Grundvoraussetzung der europäischen Aufklärung sieht der Islam nicht vor. Weder die Theologie und die Metaphysik noch die Scharia-Gelehrsamkeit können die Idee eines eigenständigen Handels des Menschen hinnehmen. Denn der Allah, der als Person vorgestellter Despot von seinem Thron herab den Weltenlauf lenkt, ist ja nicht eine Gottheit jenseits des irdischen Geschehens. Im Gegenteil, indem Allah das irdische Geschehen in jedem Augenblick bis in die Einzelheiten bestimmt, ist er in einer für den Nicht-Muslim schwer verständlichen Art und Weise unaufhörlich in diesem Geschehen gegenwärtig. Niemals gibt er es dem Menschen zu eigener Gestaltung frei. Der Rektor der Al-Azhar-Hochschule und Fethullah Gülen wurden als zwei Stimmen unter Zahllosen zitiert, die diese Grundwahrheit des Islams ihren Glaubensgenossen Tag für Tag einschärfen. Unter Mohammed und unter Umar, seinem zweiten Nachfolger, hätte es eine Bankenkrise gar nicht geben können, schreibt ein hoher ägyptischer Bankmanager in einem 2003 veröffentlichten Buch über Umar und die heutigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Nachdem er die gängigen westlichen Wirtschaftsmodelle durchgesprochen hat, kommt er zu dem Ergebnis, dass die vollkommene Gerechtigkeit der Verteilung und des Ansporns zu gemeinnützigen Wirtschaften in jener frühen Zeit des Islams Wirklichkeit gewesen sei. Was liegt näher, als zu den Verhältnissen jener Zeit zurückzukehren? Der reine Islam ist die Lösung. Viele solcher Bücher sind schon geschrieben worden und viele dieser Art werden noch von Muslimen geschrieben werden. Da der Islam als Allahs unmittelbares Schöpfungswerk nicht vervollkommnet werden kann, muss alles, was man irgendwann für das Vollkommene hielt und vor allem alles, was man heute für das Vollkommene hält, schon bei Mohammed dagewesen sein. Denn unter ihm, dem von Allah rechtgeleiteten, kann nichts die Kraft gehabt haben, diese Vollkommenheit zu beeinträchtigen. Mit Aufklärung hat diese rückwärtsgewandte Utopie nichts zu tun. Es gibt Muslime, und damit will ich schließen, die sich der nicht abstreitbaren Inkompatibilität des Islams mit der zeitgenössischen säkularisierten Zivilisation zu stellen suchen, deren christlicher Ursprung meist vergessen wird. Sie sind eine verschwindende Minderheit, aber es gibt sie. Die jüngst veröffentlichte Freiburger Deklaration einiger mutiger deutschsprachiger Muslime ist ein wichtiges Zeichen, denn ihre Autoren nennen die Probleme offen und wollen den Weg zu einer wirklichen Reform des Islams beschreiten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.